Hallo, ich bin der Jojo und ich wohne hier in Schweden im Wald. Und in den vergangenen Jahren habe ich insgesamt 2,5 Jahre in einem Zelt gewohnt, einem wie diesen hier. Und während dieser Zeit war mein wichtigster Einrichtungsgegenstand in dem Zelt der Zeltofen. Vor allem im Winter, wenn es draußen kalt und feucht ist. Und darum möchte ich jetzt mal meine Meinung zu dem Zeltofen, den ich mir gekauft habe, loswerden. Sagen, was hat mir gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen und ob ich ihn mir wieder anschaffen würde. Ich habe mir diesen Ofen vor ungefähr 4 Jahren gekauft, mit meinem eigenen Geld damals. Dieses Video ist aber jetzt gesponsert von Canvas Camp. Das ist die Firma, die dieses Zelt herstellt und die vertreiben auch Zeltöfen, unter anderem auch diesen hier. Den habe ich mir auch damals dort besorgt. Warum möchten wir aber überhaupt einen Ofen im Zelt haben? Erster Grund natürlich, um das Zelt aufzuwärmen. Das ist das Offensichtlichste. Man kann aber allerdings auch drauf kochen. Und wer schon mal längere Zeit im Zelt gewohnt hat, der merkt vielleicht, dass es nach einiger Zeit mit der Feuchtigkeit ein bisschen schwierig ist. Und das ist ein großer Pluspunkt von Zeltöfen. Man kann damit gut gegen die Feuchtigkeit ankämpfen. Also einerseits, wenn man einen Ofen einheizt, dann wird die Luftfeuchtigkeit geringer. Andererseits kann man aber auch nasse Kleidung zum Trocknen aufhängen. Und nicht zu allerletzt ist Feuer im Zelt, also wenn es in einem kontrollierten Rahmen stattfindet, auch sehr beitragend zu einer schönen Atmosphäre in jedem Fall. Was unterscheidet jetzt aber Zeltöfen von herkömmlichen Öfen? Zum Beispiel den habe ich bei mir im Haus stehen. Der wiegt allerdings ungefähr gleich viel, wie ich selbst wiege. Und der Zeltofen ist nur ungefähr die Hälfte. Also dieser wiegt, glaube ich, 37 Kilo. Was aber für einen Zeltofen auch schon relativ schwer ist. Es gibt die meisten anderen Zeltöfen, die sind so um die 10 Kilo herum. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man jetzt öfters weiter weg geht vom Auto zum Zeltplatz. Also wenn man den öfters transportieren muss, da ist der schon eher auf der schweren Seite. Der Zeltofen, der kommt in so einer praktischen Holzbox, die man dann auch gleichzeitig noch als Tisch hernehmen kann oder als Stauraum. Das ist durchaus praktisch. So, was haben wir hier drinnen? Einerseits mal die Bodenplatte. Wie man sieht, er wurde tatsächlich schon zur Genüge verwendet. Zu Beginn hat man hier diese Bodenhalterung. Das kann man da einfach schön zusammenstecken, wenn man das kann. Ja, das ist der Rückteil. Das hier. Und dann noch dieses Teil vorne, was auch so der Aschefänger ist. Es gibt dieses Untergestell übrigens auch noch in kleiner, wenn man das brauchen würde. Das habe ich auch hier noch original verpackt. Das braucht man vor allem deswegen, weil man das Rauchrohr hinten dann auf der Seite beim Zelt rausgeben möchte und man müsste das ein bisschen tiefer haben oder so. So, die große Frage. Es ist natürlich leichter, wenn das am Boden stehen wird. Aber am besten ist, glaube ich, ja, man kann ihn nach vorne kippen, hinten ins Rauchrohr hinein. Und dann stellt man ihn einfach oben drauf. Zu Beginn habe ich ein bisschen Sorgen gehabt, ob das auch wirklich hält, wenn der nur oben drauf steht. Aber sogar in der Zeit auf dem Floß haben wir den auch gehabt. Und selbst bei Wellengang war das in Ordnung. Also er ist nie gefährlich verrutscht oder so. Hier ist übrigens der Handgriff. Der ist nicht fest montiert, sondern abnehmbar. Hat den Hintergedanken, dass wenn Feuer drin ist und der fix dran wäre, dann würde er brennheiß werden und man könnte ihn nicht mehr öffnen. Also das ist ein ganz nettes Feature eigentlich. Und hier sieht man auch schon der Grund, wieso ich mir diesen Ofen ausgesucht habe, obwohl der, ich glaube, das Dreifache von den meisten oder das Doppelte von anderen kostet, sind die drei großen Glasfenster, die natürlich, wenn drinnen ein Feuer brennt, die Atmosphäre im Zelt prägen. Und man sieht auch was, also man hat die Helligkeit noch mit dabei. Diese Ofentür lässt sich übrigens auch aushängen, um sie zum Beispiel zu putzen. Wie kann man so eine unglaublich verrußte Glasscheibe putzen? Mit folgendem Trick. Man nehme etwas Asche, die man sich entweder aufbewahrt hat, aus welchen Gründen auch immer, oder einfach von da drinnen eigentlich, geht auch. Und mit dieser Asche kann man dann das relativ gut sauber bekommen. Da geht schon einiges runter an Ruß. Und ja, das ist der beste Trick. Das Putzmittel produziert man gleich mit beim Verbrennen quasi.
Man hat hier übrigens um die Fenster herum und auch hier beim Rahmen dieses Ofendichtband, glaube ich, oder Ofendichtschnur, wie man die auch heißt. Die wird nach einer Zeit eben auch sehr abgenutzt. Die könnte man auch mal ersetzen hier bei dem hier. Der hat zwei Möglichkeiten, um den Luftzug zu regulieren. Einmal da oben einen Schieberegler und einmal unten so ein Drehteil zum Öffnen. Für den Normalbetrieb kann man das unten zulassen, einfach nur oben dann fein regulieren. Wenn man jetzt zum Beispiel neues Holz auf Glut reinlegt und das schneller entfachen möchte, dann kann man da unten noch aufdrehen, dann geht mehr Zug durch den Ofen durch. Den Platz da unten kann man für Praktisches hernehmen. Ich habe zum Beispiel auch immer so Schweißhandschuhe, sind es glaube ich eigentlich, mit denen man halt heiße Sachen angreifen kann. Ist ganz praktisch, nicht nur, wenn man jetzt das in einen Topf runternimmt oder so, sondern auch einfach um zum Nachlegen. Dann kann man genügend Zeit damit verbringen, das schön langsam, vorsichtig draufzulegen und verbrennt sich nicht dabei. Das ist vorteilhaft. Wenn man auf dem Ofen eben auch kocht, oder ich habe meistens einen Eimer mit Wasser oben drauf stehen gehabt, um möglichst immer auch warmes Wasser zur Verfügung zu haben. Da rinnt natürlich ab und zu was über oder es kommt Dreck drauf, bildet sich dann eben Rost drauf, den kann man aber dann mal wieder abbürsten. Man könnte ihn auch wahrscheinlich neu lackieren. Was ich auch noch gesehen habe, das sieht man hier jetzt vielleicht ein bisschen, dass das oben ein bisschen eingedrückt ist. Ich weiß nicht genau, wann das entstanden ist. Auch so nach eineinhalb Jahren ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Ich vermute, weil ich immer was Schweres oben drauf stehen gehabt habe, also eben so einen Topf mit Wasser oder eben diesen Eimer mit Wasser. Und durch das Einheizen dann, durch die Hitze, hat sich das im Laufe der Zeit verbogen und etwas eingedellt. Ja, wenn man jetzt auf flache Bratpfanne draufstellt, dann ist es nicht so ideal. Dann die Montage des Ofenrohrs. Man hat einerseits 90 Grad Winkel, klarerweise braucht man. Man muss es aber nicht gleich montieren. Man kann auch, wenn man den Ausgang seitlich machen möchte, das haben wir zum Beispiel beim Floß am Anfang so gemacht, weil der wollte noch nicht ein Loch durchs Zelt durchschneiden, sondern da sind wir beim Hinterausgang einfach beim Reißverschluss durch. Da gibt es dieses Teil, das hat noch so einen Hitzeschirm außen dran. Da montiert man das dann da hinten als erstes dran, kann es durchführen, da kann der Zeltstoff anliegen, der schmilzt nicht, wird nicht heiß, verbrennt nicht. Und dann kann man danach das 90 Grad Stück anbringen und weiter nach oben gehen. Wenn man es aber jetzt im Zelt öfters verwendet, würde ich empfehlen, das durchs Zelt durchzugeben. Da gibt es so ein Stück, das man ausschneidet. Das ist dann so ein galvanisierter Kunststoff, der um das Ofenrohr anschließt. Der schmilzt und verbrennt nicht, der hält es dicht. Und man muss allerdings ein Loch ins Zelt schneiden, was so gegen jede Vernunft irgendwie geht. Ja. Es gibt hier noch so ein Teil, das bei dem 90-Grad-Winkel drankommt. So, hier rein, damit das stabiler ist. Vor allem, wenn man das zuerst gerade rausgibt und dann nach oben, braucht man eine Stabilisierung. Das funktioniert ganz gut. Das kann man der Höhe nach einstellen, wie man es braucht. Die Verbindung von den Rohren ist mit so einem Drehverschlusssystem. Das heißt, man steckt sie da rein an der markierten Stelle und dann dreht man sie. Man muss aber auch tatsächlich vorsichtig sein mit dem. Beim ersten Mal aufbauen habe ich mir gleich ordentlich in den Finger geschnitten, weil diese Kanten sehr, sehr scharf sind. Also am besten empfehle ich, Handschuhe anzuziehen. Man hat auch an jedem Ofenrohr noch so eine Halterung dran. Man kann nämlich hier in dieser noch original verpackten Zubehörskiste, wo übrigens auch eine Anleitung drin ist, gibt es noch Schnur und einen Hering, dass man das von oben noch zum Boden hin abspannen kann, dass man das nach oben rausgeht auf der Seite, dass das nicht zu viel wackelt. Wie gesagt, braucht man nicht, weil man das direkt durchs Zelt hindurch nach oben gibt. Ein weiteres Zubehör für diesen Ofen, das ich sehr gern gehabt hätte, das aber während der gesamten Zeit, in der ich im Zelt war, nicht lieferbar war, ist ein Backofenaufsatz. Der wird irgendwie so drauf gestellt und dann kann man da drinnen Brot backen zum Beispiel oder Kuchen oder irgendwas auch immer. Hätte ich gerne ausprobiert, war aber nicht lieferbar. Also am besten, wenn man viel Wert aufs Backen am Zeltofen legt, dann am besten nachschauen, ob dieses Teil lieferbar ist. Grundsätzlich kann ich noch empfehlen, dass wenn man jetzt mehr Zeit im Zelt verbringt,
dass man den Ofen dann relativ nah in die Mitte stellt, weil durch das hat man dann mehr Ofenrohr im Zelt und umso mehr Ofenrohr im Zelt ist, umso schneller erwärmt sich auch dann das gesamte Zelt. Wenn man den Ofen übrigens zum ersten Mal einheizt, dann brennt sich erst die ganze Beschichtung ein. Das heißt, es wird erstmal stinken, das erste ein-, zweimal zum Einheizen. Drum am besten vor dem ersten Campingtrip erstmal vorheizen, damit der Gestank nicht beim ersten Mal im Zelt sich ausbreitet. Würde ich mir diesen Ofen noch einmal kaufen? Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Vor allem eben wegen den drei Glasfenstern. Das war wirklich das Hauptargument und das hat sich auch tatsächlich bezahlt gemacht. Er ist eben der teuerste Zeltofen, den ich gefunden habe. Hat, glaube ich, gleich viel gekostet wie das Zelt damals. Und auch das Gewicht war für mich jetzt nicht relevant. Ich habe diesen Ofen, glaube ich, jetzt gerade zum fünften Mal aus dieser Kiste rausgenommen. Also das Gewicht und die Transportierfähigkeit waren für mich jetzt keine ausschlaggebenden Gründe. Wenn noch irgendwelche weiteren Fragen sind, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Ich versuche, alle Fragen zu beantworten und wünsche noch einen schönen Tag, viel Freude in der Natur bei euren Naturerlebnissen und bis zum nächsten Mal. Ciao!